Jetzt tut dann. Ja, heute mal wieder ein Mini-Unboxing. Und zwar machen wir das mal ein bisschen unspektakulär. Da ist das gute Stück. Und da habe ich ja so drauf gewartet. Und zwar ist das der Lenkservo. So nachempfunden von Tritron heißt das, glaube ich, irgendwie so. Und das ist jetzt so eine Imitation davon. Der soll aber auch gut sein. Hat mich 35, 36 € aufgerundet gekostet, mit allem zusammen. Und musste ein bisschen drauf warten, aber die paar Tage waren jetzt nicht so tragisch. So, jetzt kann ich euch mal die Daten hier zeigen. Na, stellt scharf. Ja. Da seht ihr selber, bei 7,4 Volt, 62 Kilo Stellkraft. Das ist ja ein bisschen mehr als der Losi-Servo hat. Und ich denke mal, da kann man jetzt einiges mehr mitreißen. Was haben wir hier noch? Ja, muss auch mal gucken, egal. Dann packt man das gute Stück mal aus. Ups. Zap, zap. Wie geil ist das denn? Was haben sie denn damit gemacht? Ist der eingefettet? Ja, ich hoffe, dass sie da so ein bisschen mit dem Öl rumgesaut haben, dass der nicht schon am Auslaufen ist und noch nicht mal eingebaut ist. Den haben sie aber gut eingefettet, mein lieber Scholli. Werde ich nachher mal kontrollieren, ob die Schrauben auch alle feste sind. Das macht mich natürlich jetzt neugierig. Dann schraube ich ihn vielleicht doch mal auseinander und guck mal da einen Blick rein. Aber ich habe immer Angst, dass hier diese kleinen Gummis, die hier drin sind, da rausflutschen und nie wieder richtig reingehen, weil so einen habe ich noch nicht auseinander gehabt. Das ist mir mal bei diversen anderen Servos passiert und dann fummelt man immer drauf, das Gummi wieder da auf die Nut zu kriegen, dass man Deckel vernünftig drauf kriegt. Und ich glaube, das erspare ich mir. Da frage ich erstmal einen Kollegen nach, ob der die auch so mal so schön gefettet bekommen hat. Naja, das ist aber ordentlich. Ja, soll wahrscheinlich nicht rosten im Container, wo es hier von China aus nach hier kam, gekommen ist. Ja, hier die Plastikdinger. Das ist zwar ein bisschen dicker bei diesen allen großen Servos, aber so richtig hochwertig sieht das jetzt nicht aus und das wird auch nicht halten. Da kommt halt wieder, wo seid ihr? Da, das mache ich erstmal wieder dran. Vielleicht später auch ein Doppelservohorn. Das weiß ich noch nicht. Aber hier sind auch wenigstens diese kleinen Gummis drin. Die braucht man. Da ist mir nämlich eins hier ein bisschen kaputt gegangen, sieht man das? Ja, da. Das ist ja schon mal gut, dass ich die nochmal neu habe. Ist auch nicht immer dabei. Gut, was gibt es noch zu sagen? Keine Ahnung. Freue mich. Und jetzt wird das Ding eingebaut. Und da mache ich wieder eine prima Diashow von. Hoppala. Ja, wer meine Filme schon gesehen hat, da habe ich ja einmal meinen Autoschlüssel gesucht und habe den dann in meinem Fuß wiedergefunden. Und da habe ich es wohl mit der Sucherei mit den Schlüsseln. Jetzt war der Schlüssel schon wieder verloren gegangen und habe den jetzt wiedergefunden. Da zeige ich euch mal ein Bildchen, wo der diesmal gewesen ist. So, dann viel Spaß bei der Diashow. Dann sage ich mal, vielleicht bis zur Endsage nochmal Ansage und ja, viel Spaß. Bis dann. Ciao.
So, hier bin ich noch mal zur Endansage und ja, jetzt könnt ihr mal sehen, wie schnell der Servo geht. Ich probiere das mal aus. Also das ist echt der Hammer. Und ja, einstellen muss ich es noch so ein bisschen, weil man sieht jetzt hier vorne, mal von der Seite dran gehen, das reicht, passt hier so gerade eben, dass das nicht gegen Servo schlägt hier, das Kugelgelenk. Aber da kann ich noch ein bisschen einstellen, indem ich da die Querlenker versetze. Weil der Servo, der neue, der hat jetzt eine andere Zahnung da drin. Also das sind auch 15 Zähne. Aber man kann das nicht so reinsetzen, wie der vorher gewesen ist. Da ging es ein bisschen besser. Wenn ich den jetzt so weit hier rüber drauf setze, dann passt das alles mit den Lenkungen nicht mehr. Tue ich den Einser nach dahin, ist auch Käse. So ist an für sich gut. Aber ich lasse das erstmal so, weil es kommt sowieso ein Doppelservohorn hier drauf. Und zwar eins, was sich nicht immer losrappelt in der Mitte. Und dann wird das sowieso nochmal alles eingestellt. Die Mühe brauche ich mir jetzt nicht machen. Heute will ich erstmal ein bisschen damit rumheizen. Und mal, wie gesagt, den schnellen Servo ausprobieren. Und der hat auch tierische Kräfte. Ich habe schon Angst, dass mir alles verbiegt. Und naja, jetzt noch eine Sache zu meiner Empfängerbox. Also ich habe da ja immer so Knetmasse drin, aus dem Klempnerbedarf habe ich die abgedichtet. Ich kann es leider nicht lassen, ich muss das immer wieder da drum machen. Irgendwann lasse ich es mal wahrscheinlich sein, wenn ich vor Ort einen Servo schnell wechseln muss. Aber momentan lasse ich das noch dran. Das ist eine ziemliche Kleberei, sieht auch übelst blöder aus, aber es dichtet halt unwahrscheinlich gut ab. Und deswegen lasse ich das erst noch mal, aber ein bisschen reduzierter. Ich habe da schon mal mehr reingeknallt. Muss nicht unbedingt sein. Also wie man sieht, habe ich hier vorne auch abgedichtet und nochmal den Deckel auch nochmal vorsichtig ein bisschen. Also da kommt man ja auch nicht so oft dran, dann ist das okay. Genauso ist das mit den Empfänger, dass ich dann nochmal mit Klebeband einmal die Stecker sicher, dass die nicht nach oben rausrutschen können, was ja Quatsch ist. Ich habe ja hier noch Pudel reingestopft, um das rappelfest zu machen, dass da nichts hin und her purzelt. Aber mir ist einmal ein Auto abgehauen, da ist der Empfängerstecker rausgegangen und dann weg war es und da ging gar nichts mehr. Das war richtig scheiße und deswegen habe ich das jetzt so wieder ein bisschen Klebeband rum gesichert und gut ist. Wenn man es natürlich, wie gesagt, im Renneinsatz schnell wechseln muss, ist das alles hinderlich und ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ihr habt auch für die ja schon auch gesehen, ich nehme immer so ein Verlängerungssteckerkabel, um das hier durchzufädeln. Das hätte ich auch schon mal erwähnt gehabt. Ich weiß nicht, ob das genau zu erkennen war bei dem Filmchen. Also ich stecke das einfach drauf, ziehe es durch und das gleiche wieder rückwärts wieder durch, dass ich hier in eine Box reinkomme, ohne großartig da rumzufriemeln. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt packe ich hier zusammen und fahre eine Runde. Und ja, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschewa.